trat, beschrieb die Bühne, blickte sich im Halbkreis um und nickte freundlich ins Publikum und setzte sich unter freundlichen Applaus zu seinem Cello. Sisyphos trat ernst und konzentriert zu seinem Instrument und störte nicht weiter. Max Coppelius war noch nicht zu sehen. Unter frenetischem Jubel folgte der Meister der gotischen Synkopen. Absoluter Stille in Empfang genommen zu werden. Misstrauisch beäugte er das Publikum. Max Coppelius indes war nirgendwo zu sehen. Einerlei. Die Zeit war gekommen, das Konzert endlich zu beginnen.
war ganz okay für mich. Moment. Nicht richtig? Nein, ich bin nicht richtig. Bitte einfach anfangen. Thank you.
So, meine Damen und Herren, jetzt kommt etwas, Moment, bin ich auch richtig? Nein, ja, genau, ich bin richtig. Muss ich jetzt ganz kurz ausholen, ich möchte Sie nicht langweilen, aber ich muss das loswerden. Wir hatten vor ungefähr drei Jahren mittlerweile, ich weiß gar nicht mehr, ist etwas länger her, eine Spendenaktion im Publikum gestartet und das war sehr schön, denn wir haben ungefähr 800 Euro sammeln können. Das haben wir diese Festivalsaison wieder gemacht und haben allein in der Festivalsaison, und das war sehr schön, 1378,74 Cent gespendet bekommen und dieses Geld... Danke auf jeden Fall erstmal an alle, die gespendet haben. Damit Sie auch wissen, was damit passiert ist, das Geld haben wir an ein Frauenhaus gespendet. Dort gibt es natürlich nicht nur Frauen, die misshandelt wurden oder was auch immer, sondern auch Kinder, die das ganze Leid und das ganze Elend miterleben mussten. Und um diese Kinder ein bisschen zurück ins Leben zu holen, wurde dort ein Projekt gestartet mit selbstgebauten Instrumenten. Und ich denke, das ist im Sinne von Coppelius, selbstgebaute Instrumente und Kinder, Musik, denn die sind ja schließlich auch irgendwie unsere Zukunft. Also erstmal vielen Dank an alle, die gespendet haben. Ja, und weil das so gut funktioniert hat, dachten wir, wir machen das nochmal. Diesmal in eigener Sache. Ja, wie sage ich das nun? Ab nächster Woche, meine Damen und Herren, also ich hole anders aus. Wir haben 2015 konnten wir die erste Opernaufführung feiern in Gelsenkirchen. Das war im November 2015, denke ich, Klein Zaches genannt Zinnober. Und das war für uns ein sehr, sehr großer Erfolg. Ein Stück mit vollem Orchester, vollem Bühnenbild, Kostümage, mit allem drum und dran. Das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Davon gibt es unter Umständen Videoaufnahmen, und um diese realisieren zu können, brauchen wir Ihre Hilfe. Ab nächster Woche finden Sie auf Start Next unsere Crowdfunding-Aktion, und um diese schon mal anzuleiern, möchte ich Sie bitten, wenn Sie denn möchten, dann haben Sie jetzt Zeit, 3 Minuten zu spenden, und zwar an diesen Topf. Und dann sage ich an dieser Stelle, was ich immer sage: Wenn Sie nicht wissen, was Sie mit Ihrem ganzen Zaster, mit Ihrem ganzen Reichtum anfangen sollen, dann schmeißen Sie es einfach hier rein. 3 Minuten haben Sie Zeit. Yeah.
Zylinder zurück, vielen Dank. Sie wollen auch noch? Oh. Vielen Dank. Also natürlich, so ein Crowdfunding, darf ich bitte ein bisschen Licht haben auf der Bühne? Das wäre nett, danke. So eine Crowdfunding. Warum? Kampflinie. Das ist Ihre Entschuldigung? Ich mach nur Bum Bum. Reicht ja auf. Reicht ja auf. Wir fahren fort im Programm, meine Damen und Herren. Ein Stück. Weil sich der Druck in Kerzen zerschießt, wenn doch ein Mensch
Schlagzeug-Solo. Stand.
ihr ja bereits an. Ein paar selbstgebaute Instrumente. Und natürlich möchten wir jetzt... Achso, vorher noch willkommen, Kaspar, für all die Menschen unter dem Publikum, die noch nicht wissen, was sie da vor sich haben. Was genau ist das denn? Ein Stoppschild. Aber nun ist es ja ein Instrument, richtig? Naja, ein Quadrophon. Quadrophon. Stoppschild! Es hat 4 Saiten. Ah. Und Käsespießebünde. Und wie klingt das? Solo! Achso, es folgt das letzte Stück. Flügel! Solo! Quadrophon Solo!
Ja, wie soll ich sagen? Moment, ich weiß wie. Schilder sagen mehr als 1000 Worte. Moment. Super, das war spitze! Super, vielen Dank! Also, natürlich möchten wir Ihnen hier im Saal herzlich danken fürs Kommen. Morgen dann in Hannover, den Knust und all Ihren Mitarbeitern einen herzlichen Dank! Applaus, Applaus, Applaus! Heute seit langem für uns mal wieder am Lichtpult. Das war die Rai. Vielen Dank. Es war blendend. Wie immer ohrenbetäubend, zerfetzend. Am Mischpult Dirty Dietmar. Nicht zu vergessen am Souvenirstand. Nina Moneta, liebe Grüße von hier aus, wenn Sie mich hören können. Nina, vielen Dank. Eine sehr treue Seele. Ja, ach so, hier, Herr Christoph. Christoph, also Herr Christoph. Vielen Dank. Christoph? Herr Christoph? Wo ist er denn? Ach, da! Ah. Christoph, heute an der Kamera. Einmal verbeugen, bitte. Ein bisschen mitgefilmt, mal gucken, was passiert. Was wollte ich noch sagen? Basso, hören Sie doch bitte auf mit diesem. Naja, egal. Meine Damen, meine Herren, ich komme langsam zum Ende. Kommen Sie gut heim, erwischen Sie noch Ihre. Was ist denn heute eigentlich? Freitag? Nein. Freitag. Ah, da können Sie die meisten wahrscheinlich morgen ausschlafen. Ja, wer muss morgen arbeiten? Ja, ich auch. Morgen in Hannover, nächste Woche dann in München und Wien und dann geht es irgendwie weiter noch nach Berlin und Annaberg, Buchholz, Annaberg liegt ganz woanders. Ja, was bleibt mir zum Schluss noch zu sagen? Dasselbe wie immer. Vergessen Sie wie immer nicht, Coppelius, hilft!